Hallo und willkommen zu meinem neuen YouTube-Gameplay für euch von mir. Ich spiele Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Encore mit wieder mal den Friedensstifter, den ihr auch im gestrigen Gameplay gesehen habt. Ich glaube, ich habe hier zweimal den AGR, das war eigentlich so mein Ziel. Und ja, es ist jetzt nicht so ein hoher Score gewesen wie beim letzten Mal. Also ich glaube, das ist irgendwas 40 oder so zu 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, auf jeden Fall werde ich hier in der Runde einen Mega-Abschuss machen. Das war eigentlich, ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Da waren so viele Gegner und ich habe die einfach wie im Bot-Fight einfach so auseinandergenommen. Ja, ihr werdet das gleich noch sehen. Und ja, einmal möchte ich ganz gerne euch dafür danken. Ey, das war ich. Bin heute Morgen aufgewacht, hab gesehen, wie viele Aufrufe wir haben und dann halt die ganzen Sprüche von euch halt, dass ich eigentlich mal gar nicht so schlecht war für den Anfang und 4:3 Format, tut mir leid, war aus Versehen, ich hab's jetzt geändert. Ja, und dass ihr halt mir noch verziehen habt für den Anfang. Ja, echt, sowas macht halt echt Mut, wenn man sowas liest, wie, ja, ihr mir dann zusprecht. Das ist echt großes Dankeschön an euch. Hätte ich mir jetzt nicht so erwartet. Und, ja, nochmal hier zu dem Gameplay. Halt, wie gesagt, zweimal habe ich den AGR. Ich glaube, ich habe aus Versehen habe ich einmal die, Dragonfly Fire gesteckt. Ja, hier wollte ich den ärgern. Hier hatten wir ein Radar. Ich wollte ihn eigentlich ärgern, dass er dann so um die Ecke kommt und wisst ihr, dass ich dann den direkt das C4 zünde. Das wollte ich mal ausprobieren, hat schon mal gemacht. War ganz witzig. Ja. Wie gesagt, halt aus Versehen einmal die Dragonfire gesteckt. Hätte ich noch ein paar mehr Kills rausgehauen, hätte ich vielleicht 50 oder 60 noch gehabt, weil die Dragonfire, die haut echt rein, ja. Wenn man damit einmal auf Hardcore gut einen Lauf hat, ey, dann haut die echt so durch, Mann. Das ist einfach so geil. Hier verpasse ich den jetzt aber. Der ist jetzt hier reingerannt und hau ihn dann einfach so im Random Spray um. Ja, wir haben hier auch nochmal irgendwo einen Camper mittendrin. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesagt habe, dass er campt, also irgendwas gesagt habe, hier hör mal auf zu campen oder sowas. Weiß ich nicht ganz genau. Ja, hier kam wieder die EMP rein an das Geschütz, was meinem Kumpel gehörte. Entschuldigung dafür. War nicht mit Absicht gemacht. Ich dachte, das wäre ein gegnerisches, weil es halt auf mich geschossen hat. Ja, hier an der Stelle, wo ich gerade gespawnt bin, werde ich, glaube ich, nachher den Mega-Abschuss machen. Ich kann es euch mal gerade eben zeigen. Ich filme ja hier wieder auf dem Kinomodus ab, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe einfach keinen Bock halt die ganze Zeit aufzunehmen und dann die guten Sachen rauszuholen, wo ich halt gute Sachen gemacht habe, halt viele Abschlüsse, viele Punkteserien gehabt habe und ja, also nehme ich es im Kinomodus auf, wenn ich es einfach gut gemacht habe eine Runde. Ja, kann es euch mal zeigen. Da unten seht ihr das, dass ich halt jede Menge Abschlüsse gemacht habe in einem, das ist ein richtig guter Balken. Ja, das ist eigentlich richtig geil, das war richtig der Zufall. Ich weiß gar nicht, wie das geschafft hat, ich war danach so durcheinander. Ich habe mich auch tierisch gefreut. Und ja, nochmal echt wirklich an euch, großes Dankeschön, dass ihr so viel Lob ausgesprochen habt. Sowas macht einen echt Mut und engagiert einen wirklich dazu, weiterzumachen. Finde ich echt gut von euch, ja. Jetzt nochmal, hier, ich sitze hier bei meinem Vater. Alter, es ist so heiß, Leute, ne? Es hat vorhin gewittert, das war eigentlich, das heißt Gewitter. Die haben was angesagt und das war die Hälfte davon, ey. Das war so wenig, ne? Hat überhaupt kaum geregnet hier. Und ey, jetzt ist mir einfach so warm, es ist so schwül, ich habe auch Kopfschmerzen ohne Ende. Ja, das ist einfach nicht mehr normal. Ja, ich glaube, hier bin ich jetzt gerade ein bisschen defensiv. Ich glaube, ich mache hier gar keinen Kill mit, ja. Bisschen verkackt. Wir sind da unten halt lang gelaufen, habe ich nicht dran gedacht. Aber ich glaube, ich hau trotzdem gleich den AGR rein. Ja, genau, gerade so, Alter. So viel Glück, ne? Das ist so hart, wenn man immer so kurz vor so einem AGR dann stirbt. Jetzt, wenn ihr euch fragt, warum ich immer nur auf dem AGR spiele, ich finde, der Loadstar, der ist mir jetzt viel zu schnell weg für die Punkte, die ich da brauche. Er wird halt schnell runtergegeiert, der Tarnhelikopter genauso. Die Vitol, da muss ich aber sagen, die erreiche ich nicht. Ich habe mal auf die gespielt, aber habe ich nicht erreicht. Ich spiele halt immer, ja, hier die Hellsong-Rakete spiele ich halt, weil ich da mit einfach selbst steuern kann. Mit dem Blitzschlag habe ich nicht mal so viel Erfolg, da mache ich mehr Teamkills als Kills mit. Dann bin ich schon runtergefailt. Ja, den AGR, den finde ich eigentlich voll geil, der erinnert mich immer so ein bisschen an Wally. Weil er auch so klein ist und ja, ist halt Wally. Ich finde das ist voll die witzige Abschlussserie, deswegen habe ich den drin. Und halt die Dragonfire. Sonst hatte ich auch manchmal auf Orbital gespielt, halt ohne die Dragonfire. Es sind halt nur, für die Dragonfire brauche ich halt 925 Punkte und für den AGR brauche ich halt 1000.
Da habe ich mir gedacht, warum diese 25 Punkte kriege ich auch so irgendwie hin. Habe ich mir den Orbi reingehauen, aber der Orbi ist mir auch viel zu schnell weg. Da habe ich nicht so viel von. Und ja, deswegen halt spiel ich diese Abschlussserie. Die gefällt mir eigentlich, macht mir Spaß. Ich finde den eigentlich ganz witzig, wenn er immer so rumfährt. Ich steuere ihn nicht selber, weil ich den meistens verkacke dann. Ich lasse ihn selber steuern, da er eigentlich fast so wie so ein Aimbot hat, finde ich. Ist ganz witzig, das Teil da unten, kurft da lang. Der Wally. Ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wetter heiß, hammergeil. Jetzt werde ich erstmal... Ach ja, genau, in der nächsten Woche bin ich jetzt nicht da, also ab Montag. Da fahre ich mit meiner Mutter in den Urlaub. Zu Bekannten. Da wird aber ein Kumpel von mir ein Let's Play, glaube ich, raus für eine Serie. Ich glaube, er macht Bulli die Ehrenrunde. Macht er. Weiß ich nicht, was das ist. Irgendwas mit Schule und so hat er mir mal erzählt. Ich habe keine Ahnung davon. Haut da vor euch raus. Da könnt auch ihr ihn mal lernen. Und ja, da oben, jetzt, wie man sieht, spielt er gerade. Ja, ich glaube, jetzt kommt das hier gleich mit dem Megakill. Ich weiß, bin ich mir ganz sicher. Ja, jetzt spawnen die da alle. Jetzt passt auf. Die habe ich umgehauen. Da oben kommt jetzt Blut übrigens, ich glaube auch gleich. Aufgeräumt. Ja, aufgeräumt. Mega-Abschuss, genau. Mega-Abschuss war das. Ja, nochmal zum Versprecher von gestern. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich in der dritten Prestige bin. Nein, ich bin in der zweiten Prestige. Entschuldigung. War ein bisschen verwirrt. Aber ich werde bald in der dritten kommen, so wie ich gerade suchtende. Ich level echt richtig viel. Und ja, macht halt Spaß. Ist jetzt gerade Double EP. Also das Video ist jetzt relativ neu aufgenommen. Ich habe auch noch ganz viele auf Lager, die halt nicht so hohe Scores haben, wie das, was ich gestern hochgeladen habe. Aber doch schon vernünftig abgeräumt mit meinen Killstreaks. Ja, ich werde generell nur Gameplays hochladen, wo ich den AGR oder Besseres schaffe. Aber es einfach gut ist, der AGR. Ich find's einfach geil, wenn ich damit zeigen kann. Jo, ich habe hier so auf den AGR. Und ja, hier hat er es ernsthaft geschafft, mich damit abzuschießen. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen runtergegangen. Und hab einen Sohn gehauen. Ja, die Dragonfire, die gefällt mir eigentlich, weil ich die manuell so steuern durch die Luft fliegen kann. Und sie macht halt, finde ich, sehr viele Kills, wenn man damit umgehen kann, zumindest auf Hardcore. Ja, das liebe ich halt an Hardcore. Ich liebe Hardcore ja einfach, ja. Ich habe auch bei Battlefield auf unserem Server, der läuft auf Hardcore. Ich zocke nur Hardcore, weil es einfach... Leute sind viel schneller tot und... Man muss nicht ein ganzes Magazin auf die raufhauen, dass man die tötet, man. Dann hat man irgendwann kaum noch eine Chance auf so einen Kill, wie ich eben gemacht habe, diesen Mega-Kill. Ja, deswegen spiele ich Hardcore, habe ich ja auch im letzten schon gesagt. Ja. Jetzt nochmal zu meinen Lieblingswaffen, die ich gerne spiele. Hatte ich auch letztens gesagt, aber ich habe jetzt mittlerweile eine neue. Oh, ja, den habe ich ungenied, erstmal dickste. Ich habe schon mal ein bisschen mit der Cheatcom gespielt, da hat sie mir ich aber nicht ganz so angesprochen. Aber jetzt halt neue. Ey, ich suchte so gern mit der Cheatcom, die ist einfach so geil, ja. Die schießt auch so schnell, wenn man. Vor allem, wenn man. Ja, der haut mich jetzt um hier. Habe ich versucht, irgendwie mit der EMP auszutricksen. Dann kam er von hinten. Und einfach mit der umgehen kann. Ich habe kein Dings drauf, keinen Feuermodus. Hatte ich für unwichtig. Weil die so schon, wenn man schnell genug drückt, schießt und dann wird es auch irgendwann unpräzise, finde ich. Und ja, da habe ich versucht, die mit dem C4 zu killen, was ich häufig mal versuche und dann versage. Ja, aber wie gesagt, Chicom ist einfach geil und der Friedensstifter, mit denen spiele ich auch noch richtig gerne mit der Tarnung. Ja, wie gesagt, das Angebot, dass ihr mit uns suchten könnt, das steht noch. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mitzocken wollt. Weil wir halt einfach, wir sind jetzt manchmal zu viert, manchmal zu dritt, häufig zu dritt oder zu zweit. Und ich wollte halt einfach mal gerne, ja, mit euch suchten, weil ein Sechser-Team halt aufstellen, habe ich ja schon erzählt, ist strategisch geil, man kann Highstreaks machen. Ich helfe euch auch gerne mit euren Highstreaks, also, ich muss jetzt nicht unbedingt der sein, der supportet wird, sondern ich supporte auch euch gerne. Und ja, wie ihr seht, das war schon wieder mit diesem Commentary, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe hier 40 zu 15 ist nicht gerade das Beste, aber ich hatte Spaß dran. Und ja, danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Kritik zurück, ich bin kritikfähig. Ich lese mir es auch gerne durch und verbessere dann meine Commentaries. Ja, danke dafür und auf Wiedersehen.